grotesk. Das ist alles, was Viktor von Falk einfällt, als er seine Auftraggeberin zum ersten Mal sieht. Die mechanische Frau, wie sie wegen ihrer Prothesen im Viertel genannt wird, macht ein gutes Geschäft. Es gibt doch haufenweise Typen, die noch immer für technisches Spielzeug schwärmen. Und bei ihr können sie schließlich beide Hobbys kombinieren, ficken und basteln. Viel hatte sie dem Detektiv nicht über ihren Verlobten verraten. Nur, dass er hier in St. Georg einen Job zu erledigen hatte, über den sie nichts wisse. Jetzt tauchst du hier einfach wieder auf, schneist hier so rein. Glotzt mich an mit diesem treu-doofen Blick. Ich hätte das verfickte Schloss auswechseln lassen oder wenigstens dir die Schlüssel wegnehmen sollen. Aber nicht eine Sekunde lang hätte ich gedacht, dass du dich traust, hier wieder aufzutauchen. Also, verpiss dich. Geh jetzt bitte. Gehst du jetzt bitte? Du bist hier nicht mehr willkommen. Du hast doch versucht, mich mit diesem Abschied zu zerstören. Hast du geglaubt, es funktioniert? Hast du wirklich ernsthaft geglaubt, ich leg mich auf den Boden und sterbe? Nee. Nicht ich. Solange ich weiß, wie man liebt, werde ich es überleben. Ich habe noch mein ganzes Leben vor mir, meine ganze Liebe zu geben. Ich werde es überleben. Also bitte geh jetzt. Geh jetzt bitte, ich muss arbeiten.